Zweimal am Tag putzen wir uns die Zähne und seit knapp 4 Jahren benutzen wir eine selbstgemachte Zahncreme und wir sind so begeistert, dass wir dieses Rezept heute mit euch teilen wollen. Wir sind Ilan und Anja und bauen uns eigentlich ein Tiny House auf Rädern. Während wir auf das Haus warten, möchten wir euch aber natürlich auch an allen anderen Themen, die uns so bewegen, teilhaben lassen. Vor einigen Wochen haben wir mit euch auch mal ein Rezept geteilt, und zwar das Rezept für unser eigenes selbstgemachtes Deo. Wir wurden deshalb auch gefragt, wie wir denn unsere eigene Zahnpasta auch machen. Das hatten wir nämlich mal kurz angesprochen. Das haben wir zum Anlass genommen, um das aufzugreifen, denn bis vor 4 Jahren haben wir ganz klassisch herkömmliche Zahnpasten oder Zahncremes auch verwendet, bis hin zu den Bleaching-Zahncremes, also alles durchgemacht und ausprobiert und auch immer mal wieder gewechselt und irgendwann im Wandel auch durch unsere Ernährungsumstellung oder einfach auch das neue Bewusstsein dafür, genauer hinzuschauen, was wir konsumieren, welche Inhaltsstoffe denn hinten auf den Produkten überhaupt draufstehen, die wir so in uns reinschieben, kam dann eben auch das große Fragezeichen, als wir auf die Rückseite unserer Zahnpastatube geguckt haben. Wir haben nämlich nichts verstanden, haben dann auch ein bisschen recherchiert und geguckt und auch herausgefunden, dass diese Bleaching-Zahncremes, die wir so gerne verwendet haben für die extra weißen Zähne, auch ganz oft Schleifmittel beinhalten, die eben auch auf Dauer den Zahnschmelz angreifen können oder auch, wenn man einmal Gamenfüllungen hat, Quecksilber freisetzen können. Ich hab die noch leider, ja. Ja, also da sind wir dann schon sehr vorsichtig geworden oder skeptisch, dass wir gesagt haben, okay, muss das da jetzt alles drin sein? Auf Reisen haben wir, und das machen wir heute auch noch ab und zu, diese Zahnpasta-Tabs geholt. Das Coole ist auch, die gibt es im Unverpacktladen oder in so kleinen Papiertütchen im Drogeriemarkt. Bringen aber nicht so den Effekt, den wir uns gerne wünschen oder den wir von einer richtig guten Zahnpasta erwarten. Also ich nehme immer 2. Ja. Und dann haben wir doch in das Zero Waste Buch geguckt, welches wir geschenkt bekommen haben. Von deinen Großeltern. Ja. Die konnten damit nichts anfangen. Und Anja blühte richtig auf und sagte, jetzt geht's richtig los. Ihr werdet gleich merken, dass die Grundzutaten, das meinte ich ja eben, sehr dem Rezept unserer Deo-Creme eigentlich ähneln. Deshalb habe ich damals auch gesagt, ich kann mir mit unserem Deo eigentlich auch die Zähne putzen. Bevor wir jetzt aber mit dem Rezept wirklich loslegen, möchten wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, welche Vorteile wir an unserer selbstgemachten Zahnpasta sehen. Ich würde sagen, das Rezept ist überschaubar. Von den Zutaten. Von den Zutaten meine ich. Und wir kennen jetzt auch die Inhaltsstoffe. Das ist ja schon mal was Gutes. Dann finde ich die Pflege auch sehr gut. Also es fühlt sich sehr gut an nach dem Zähneputzen. Und vor allem ist die Zahncreme auch sehr, sehr günstig in der Herstellung. Denn grundsätzlich kann man eigentlich alle Zutaten im Großgebinde kaufen. Die lassen sich nämlich im Küche, Haushalt, im Kosmetikbereich überall einsetzen. Und die Geschmäcker kann man natürlich so variieren, wie man es gerade braucht. Jetzt legen wir aber wirklich los. Für die Herstellung der Zahnpastacreme benötigen wir ein Gläschen, am besten mit Schraubverschluss, Dosierlöffel, Esslöffel und Teelöffel, Kokosöl, Natron, Birkenzucker, also Xylit oder Erythrit, Minzöl und Teebaumöl. Als erstes nehmen wir 4 Esslöffel Kokosöl. Das Kokosöl kann man bei Bedarf auch erwärmen, damit sich die Zutaten besser vermengen lassen. Kokosöl wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Dann fügen wir 2 Esslöffel Natron hinzu. Natron reinigt nicht nur super, sondern neutralisiert auch zahnschädigende Säuren im Mundraum. Wem das Natron zu körnig ist, kann es auch vorher im Mixer zu einem Puder zerkleinern. Jetzt kommen 2 Teelöffel Birkenzucker, also Xylit. Wir nehmen an dieser Stelle Erythrit. Xylit ist ein Zuckeralkohol und schützt vor Karies, indem er Karies auslösende Mundbakterien entfernt. Danach folgen 24 Tropfen Minzöl, welches für den frischen Atem sorgen soll, und 10 Tropfen Teebaumöl, wegen seiner antibakteriellen Wirkung. Außerdem hilft es bei Zahnfleischproblemen. Bitte auch auf die Qualität der Öle achten. Wir nehmen eine lebensmittelgeeignete Bioqualität. Wenn bei euch die Paste etwas zu flüssig ist, kann man sie im Kühlschrank erhärten lassen. Falls das Kokosöl aber sehr flüssig ist, sollte man regelmäßig umrühren, damit sich das Natron und der Birkenzucker nicht am Boden absetzen. Die Zähne sind sehr sauber, fühlen sich sehr glatt an. Als Zahnbürste verwenden wir zum einen Bambuszahnbürsten, ich aber ganz gerne auch einmal am Tag meine elektrische Zahnbürste, weil ich das Gefühl habe, dass die Bambuszahnbürsten oft sehr groß sind und ich gerade auf der Innenseite nicht immer überall rankomme. Und das ergänzt sich für mich persönlich ganz gut mit der elektrischen. Die will ich, auch wenn wir mehr in Richtung Zero Waste gehen wollen, aber echt nicht missen. Die brauche ich. Also Fazit, wenn man sich an diesen Geschmack gewöhnt, können wir wirklich sagen, es ist eine ganz tolle Zahncreme, die ihren Job super macht.
Man kann auch mal andere ätherische Öle ausprobieren in Lebensmittelqualität und da einfach ein bisschen rumspielen, auch mit der Dosierung. Für diejenigen, für die das Natron vielleicht auch zu intensiv ist, da kann man auch mal mit der Menge spielen, ein bisschen reduzieren. Apropos Natron, wir bestellen es im Großgebinde, fein gemahlen bereits. Und so sind auch keine Stückchen mehr in der Zahnpasta. Genau, weil für uns persönlich war der Schleifeffekt dann zu stark. Da haben wir dann etwas sensibler darauf reagiert, gerade am Anfang. Wenn ihr ein eigenes Zahnpasta-Rezept habt, dann teilt das doch gerne unten in den Kommentaren. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen und ein Abo. Und wir freuen uns, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen. Tschüss. Ciao.